Wer kennt nicht dieses Gefühl? Wir fühlen uns irgendwie falsch im Leben. Irgendwie ist diese Gesellschaft doch krank. Etwas ist faul im Staat. Das Leben, das wir alle führen, ist nicht echt. Es ist künstlich. Und wenn man das empfindet und wenn man daran leidet, an der Verrücktheit dieser Welt, dann wird man selber als verrückt angesehen. Man fühlt sich vielleicht sogar selber verrückt, traut seinem eigenen Gefühl nicht mehr. Manchmal lebt man zu oberflächlich. Manchmal ist man zu nachdenklich. Du willst extrovertiert sein, aber es ist dir zu peinlich, du kommst nicht aus dir raus, du willst gerne ein anderer sein, aber auch das gelingt dir nicht. Du fühlst dich unverstanden, du willst leidenschaftlich sein, aber du bist zu verkopft. Alles das sind Fragestellungen, die uns hier in diesem Roman Der Steppenwolf begegnen. Der Steppenwolf. Wahrscheinlich das bekannteste Werk von Hermann Hesse. Sogar eine Rockband hat sich nach diesem Roman benannt. Wie oft ist das wohl schon passiert in der Musikgeschichte? Ein Lebensbuch. Für mich auf jeden Fall und natürlich auch für viele andere Generationen, vor allem in den 60er und 70er Jahren, als Hesse eine Renaissance erfuhr, während der Flower Power Bewegung, der Hippie-Zeit. Aber erschienen ist der Steppenwolf natürlich schon viel früher, nämlich im Jahr 1927. Wie kann ein Buch, das 40 Jahre alt ist, immer noch so eine große Wirkung entfalten? Irgendetwas darin spricht den Zeitgeist von ganz besonderen Epochen an, den 68ern zum Beispiel. Und heute ist es schon 90 Jahre alt und hat immer noch Bedeutung. Es trifft einen Nerv. Es ist die Kritik an unserer Kultur, an allem, was falsch läuft im modernen Leben, die dieses Buch so bedeutend macht. Thomas Mann hat gesagt, der Steppenwolf hat mich seit langem zum ersten Mal wieder gelehrt, was Lesen heißt. Also Hesses Hauptwerk, geschrieben als Auseinandersetzung mit der eigenen psychischen Entwicklung und gleichzeitig eine Überwindung der Krisenjahre von Hesse, die er im Demian oder im Siddhartha verarbeitet hat. Hesse hat diese Krise selber in einem Tagebucheintrag beschrieben, bevor er 50 wurde. Ich schmeiße alles hin, mein Leben, ich alternder Mann. Auf eure Welt anders zu reagieren als durch Krepieren oder durch den Steppenwolf wäre für mich Verrat an allem, was heilig ist. Nun, auch Harry Haller, die Hauptfigur, überlegt, sich umzubringen vor seinem 50. Geburtstag. Ich nahm mir vor, dass ich an meinem 50. Geburtstag, also in 2 Jahren, das Recht haben werde, mich aufzuhängen. Dieser Harry Haller ist ein einsamer Mensch, aber er ist selbstgewählt einsam, ein Einzelgänger, eben ein Steppenwolf. Seine Umwelt ist dieses kleinbürgerliche Städtchen, der er aber vollkommen entfremdet ist. Er ist isoliert. Er findet keinen Zugang zu der Welt der Normalen und trotzdem ist da diese kindliche Sehnsucht in ihm nach der oberflächlichen Welt der Kleinbürger, der Spießer, so wie man als Erwachsener sich danach sehnt, wieder an das Christkind glauben zu können, naiv sein zu können, wie man es als Kind war. Tagsüber sitzt er in seiner Studierstube, liest Goethe. Die Nächte verbringt er in billigen Kneipen. Harry Haller ist ein Leidender, aber auch das nicht einfach so, sondern fast schon selbst gewählt. Er hat, wie es heißt, im Sinne mancher Aussprüche Nietzsches in sich eine geniale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet. Überhaupt Nietzsche. Der Bezug des Romans auf Nietzsche und seine Zivilisationskritik ist nur allzu deutlich. Nietzsche ist der Theoretiker der Dekadenz. Die europäische Zivilisation verfällt, wird schwach, lebensverneinend, oberflächlich, hässlich. In den 20er Jahren, als Hesse den Steppenwolf schrieb, war das ganz besonders spürbar durch das Aufkommen der Massenkultur, der Industriegesellschaft. Wir haben uns ja da heute fast schon daran gewöhnt, dass alles immer schneller und oberflächlicher und kurzlebiger wird. Aber damals, in den 20er Jahren, war das alles noch neu und schockierend. Diese ganze technisch rationalisierte Welt und ganz besonders sensible Gemüter hat die Wahrnehmung dieser Welt in eine Krise gestürzt. Und diese sensibleren Menschen haben oft das Gefühl, zwei Seiten in sich zu haben, die sie nicht miteinander vereinigen können. Zwei Seiten, zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust, wie Faust sagt. Haller ist im Grunde genommen auch so eine moderne Faustfigur. Er erwartet zu viel von der Welt, von sich. Er wird enttäuscht, er verzweifelt darüber. Er fühlt sich nicht ganz. Bei Harry Haller ist das durch diese Metapher des Steppenwolfes veranschaulicht. Halb Wolf, halb Mensch. Der Wolf symbolisiert das Wilde, das Animalische, das Rücksichtslose, während der Mensch das Vernünftige, das Gezähmte, das Kultivierte symbolisiert.
Harry Haller ist zu intellektuell, zu verkopft und damit lebensuntüchtig. Als Mensch ist er Bildungsbürger, an Musik interessiert, an Philosophie, hat Geld auf der Bank, ist Anhänger von bürgerlicher Kultur und von Kompromissen. Und als Wolf ist er der vereinsamte Zweifler an der bürgerlichen Gesellschaft, der sich für ein den Bürgern überlegenes Genie hält. Bei unserem Steppenwolf nun war es so, dass er in seinem Gefühl bald als Wolf, bald als Mensch lebte, wie es bei allen Mischwesen der Fall ist. Dass aber, wenn er Wolf war, der Mensch in ihm stets zuschauend, urteilend und richtend auf der Lauer lag. In Zeiten, wo er Mensch war, tat der Wolf ebenso. Aber das wäre ja ein bisschen einfach. Nur zwei Seiten in einem Menschen, das wäre ja fast noch beruhigend, ein simpler Dualismus. Harry besteht nicht aus zwei Wesen, sondern aus 100, aus Tausenden. Sein Leben schwingt, wie jedes Menschenleben, zwischen Tausenden, zwischen unzählbaren Polpaaren. In diesem Dualismus von Wolf und Mensch haben wir natürlich die Unterscheidung von Nietzsche in Apollinisch und Dionysisch, das Helle und Klare gegen das Dunkle und Triebhafte im Menschen. Auch Freuds Lehre vom Unbewussten spielt da natürlich rein. Was ist dann daran so skandalös? Dass du kein homogenes Individuum mehr bist, dass du keine klar abgegrenzte Persönlichkeit bist, sondern eine Ansammlung von unterschiedlichsten Wesenheiten, die einander widersprechen sogar. Und das war natürlich ein Problem, das eine ganze Generation beschäftigt hat, vor allem um 1900 bis in den Expressionismus hinein. Die Seele ist aufgespalten in tausend kleine Teile. Wie soll man sich da selber finden? Nun haben wir den Traktat vom Steppenwolf. Das ist ein Essay, der in den Roman eingeschoben worden ist. In diesem Traktat werden zwei Lösungen für den Konflikt entworfen. Zum einen der Humor. Der Humor verbindet den Steppenwolf wieder mit dem Bürgerlichen. Eine Art Vernunftehe. Man kann ja nicht auf Dauer außerhalb der Gesellschaft leben, da geht man ja kaputt davon. Mit Humor und Ironie distanziert man sich davon und kann trotzdem daran teilhaben. Die Alternative wäre ein Unsterblicher werden, wie Goethe oder Mozart, eine Geistesgröße, seine innere Mannigfaltigkeit zu entdecken. Im zweiten Teil taucht Haller dann als eine Art Ausweg in die Halbwelt der Großstadt ein. Die Kurtisane Hermine umsorgt ihn, lehrt ihn zu tanzen, macht ihn mit Pablo und Maria bekannt. Mit der sinnlichen Maria erlebt er dann auch eine beglückende, erotische Beziehung. Hermine und Maria sind im Grunde genommen Archetypen im Sinne der Psychologie von C.G. Jung, mit der sich Hesse schon im Demian auseinandergesetzt hat. Mein Video zum Demian findet ihr hier übrigens und mein Video über die Philosophie von C.G. Jung hier. Hermine als Anima, als große Mutter und Maria als das verführerische Weibliche. Aber auch das hilft ihm nicht. Am Schluss erlebt Haller auf einem Maskenball die totale Entgrenzung, das Aufgehen der Persönlichkeit, das Untergehen der Persönlichkeit in der Menge. Durch Drogen induziert, erlebt er das magische Theater. Sein Ich-Bewusstsein zerfällt in eine Reihe von Assoziationen, von Bildern. Aber er kann sich diesem rauschhaften Bewusstseinsstrom nicht entspannt hingeben. Sein Sexualtrieb erwacht. Er will Hermine verführen. Schließlich tötet er sie in einem Drogentraum mit einem Messer. Am Schluss taucht dann Mozart auf, einer dieser Unsterblichen, und hält ihm einen Vortrag. Mozart ist der Repräsentant des Harmonischen. Er repräsentiert das Leichte und das Lebensfrohe, nicht mehr das genialisch Zerrissene, wie wir es früher hatten bei Hölderlin oder Mörike. Hesse wandelt sich jetzt hier vom Romantiker zum Klassiker. Nach Mozarts Vortrag wird Harry Haller so einiges klar über das Leben, über die Vernunftehe mit der Bürgersphäre und über den Humor, wie man die tausend Möglichkeiten in einem selbst spielerisch miteinander verbindet und realisiert, nicht tragisch scheitert, nicht ins Oberflächliche abdriftet. Aber ich will das jetzt nicht spoilern, ihr müsst das schon selber lesen. Hermann Hesse hat später über seinen Steppenwolf geschrieben: Die Leser haben ganz übersehen, dass über dem Steppenwolf und seinem problematischen Leben sich eine zweite, höhere, unvergängliche Welt erhebt und dass alle Stellen, welche vom Geist, von der Kunst und von den Unsterblichen handeln, der Leidenswelt des Steppenwolf eine positive, heitere, überpersönliche und überzeitliche Glaubenswelt gegenüberstellen. Humor als eine Art Transzendenz. Wir begreifen die Lächerlichkeit unserer kleinlichen Wünsche und Ängste.
wer wir sind, wer wir sein sollen, wer wir nicht sein sollen, wenn wir sie unter dem Blickpunkt der Ewigkeit betrachten. Und dann lächeln wir darüber. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen Dankbarkeit zeigen möchtet, könnt ihr das gerne bei Patreon tun. Ab 1 € im Monat könnt ihr Unterstützer werden oder über PayPal oder Bitcoin spenden. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja, auch die kleine Geste zählt.